Hier scheint die Autobahn sogar schon wieder frei zu sein, weil es steht da zwar so ein Blinkerauto, aber Autos fahren wieder drauf. Okay. Ja, aber von Richtung Hamburg. Kommt nichts. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, Stau gut umfahren. Weil das ist ja, im Radio haben sie gesagt, nach der Vollsperrung bei Bremen ist bis 12 Uhr die Autobahn nur einspurig, auch wegen Unfall. Aufräumarbeiten. Kein Geschenk da im Moment Richtung Bremen, die A1. Oh, ich dreh durch. In die Straßen glatt. Was denn hier los? So, hier ist dieses riesen Dodenhof. Hier kommt die Unterführung und da biegen wir rechts ab. Dann biegen wir noch einmal links ab und dann sind wir auch schon fast wieder auf der A27. So, einmal links. Schaffen wir aber nicht hier vor dem kleinen Roten. Wenn man fahren würde, wenn man es auch vor dem Golf schaffen. Na. Keine Ahnung, was los ist. Seitdem ich auf die A2 gefahren bin, fahren wir nicht schneller wie 50, 60. Weder Baustelle ausgeschildert, noch das Navi was sagt. Keine Ahnung, was hier los ist. 9,9 Kilometer noch, dann fahre ich runter. So, die ersten verlieren die Geduld. Es ist auch, ich, kein Plan, was hier, ja, das hat's ja gebracht, Junge. Hinter mir raus, vor mir rein. Das ist, wow. Oh, nee. Ja, irgendeiner muss da vorne nicht sehr schnell fahren und dann kommt der Ziehharmonika-Effekt und schon gondelt man hier hinten irgendwo zwischen 60 und 70 rum. Juckt mich nicht. 1,5 Kilometer fahren wir runter. Grün, grün, grün sind alle meine Ampeln. Grün, grün, grün ist alles, was ich will. Grün, 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 wirst du bitte schnell, hey. Grün, grün, grün. Weiter weiß ich nicht. Och, hör doch auf zu piepen, ey. Der hat doch eine Fehlfunktion, das Ding. Wenn ich das schon wieder sehe da, wo die LKWs überall in den Straßen stehen, könnte ich kotzen. Alter. Das ist hier nicht mehr normal. Bauen sie über LKW-Parkplätze, aber alle zu klein. Die wissen doch, wie viel Ware sie am Tag kriegen. Nee. Nee, ist nicht möglich. Leerte geladen und ich fahre jetzt hier über die
die Dörfer Richtung A39. Und dann haben wir kurzen Stopp auf dem Parkplatz, weil ich pinkeln muss wie ein Wallach. 13:30 geplante Ankunft Nordheim. Wann bin ich los? 2:30, 2:30, 11 Stunden. Absolut geiler Arbeitstag. Und ich bin hier, erstmal war ich schon lange nicht mehr in Lehrte. Und ich bin hier schon ewig nicht mehr lang gefahren. Weil wo ich das letzte Mal in Lehrte war, war hier gesperrt wegen Bauarbeiten. Und jetzt dachte ich mir, ich hätte auch über Hoheneggelsen und Hillesheim fahren können, da auf die A7. Aber mache ich nicht, weil wenn ich hier lang fahre, umgehe ich die ganze Baustelle nach der Hillesheimer Börde. Weil ich komme da genau Dreiecksgitter, komme ich dann wieder auf die A7. Also fahren wir gleich ein Stück A39. Da ist ja auch alles neu. Die Hälfte der Brücke schon abgerissen und so weiter und so fort. Da bauen sie das ganze Autobahnkreuz neu. Nee, Dreieck. Ich weiß es nicht. So, einmal hier scharf rechts. Das ist das Neueste, was er jetzt macht. Er hat mich nie beim Abbiegen irgendwie gewarnt, dass ich irgendwas zu nahe komme. Jetzt fängt dieser Sideguard, wie es ja heißt hier beim Scania, fängt hier an zu piepen. Ich meine, solange wie er nur bei Kurven was macht, ist es ja ganz verträglich. Aber sobald ich an neben dem Auto fahre und das Ding piept, oh, nervt. Och, ihr könnt es doch nicht sehen, hier liegt ein Dixi-Klo auf dem Feld. Umgekippt. Wahrscheinlich Sabine umgeblasen vor ein paar Tagen. Für die Ortskundigen unter euch, ich bin jetzt in Adenstedt. Gemeinde Ilsede, Landkreis Peine. Ich finde das hin und wieder ganz schön, wenn man mal hier so abseits der Autobahn fährt. Autobahn fahren ist auch schön, aber auf Dauer ein bisschen eintönig. Weil immer nur geradeaus und so. Was steht denn hier in mir im Weg? Oh, ein Müllwagen. Ein Geisterfahrer. Und dann ist hier mal so eine, wenn noch kurze Tour übers Land, war ganz schön. Außerdem haben wir Zeit. Brauchen wir nicht so hetzen. Und außerdem der Weg ist genauso lang oder kurz wie über die Autobahn. Und der ist sogar, ja, schneller will ich nicht sagen. Aber ich fahre lieber, komischerweise. Weil der andere Weg da an der Ampel, da war die Kamera noch aus, Richtung Hildesheim, mag ich nicht. Da sind zu viele Ampeln und ach nee. Hoheneggelsen. Das ist auch dieser einzige Ort, also auf der gesamten Route von Rewe Lehrte bis zur Autobahn, muss ich mal ganz kurz überlegen. Also bei der Rewe die Ampel. 2, 3. Aua, 4. Und die 5. 5 Ampeln. Und die Bremse nicht, ist auch gut. Ja, 5 Ampeln auf der ganzen Route. Und auf der anderen sind es bedeutend mehr. Oh, grün. Hopp und rüber. Das Einzige, wo ich ein bisschen anarschen kann, wenn du hier lang fährst, genau den Fall haben wir jetzt, da ganz unten ist ein Bahnübergang. Und wenn der zu ist, dauert es relativ lange. Und ich habe die rote Ampel schon. Aber da kommt der ICE. Könnte vielleicht, ich weiß es nicht. Dann haben wir Glück. Da kommt hier, Achtung, Achtung, am Bahnübergang, letzter Durchfahrt, der ICE Konrad Röntgen von Hannover über Hildesheim zur Weiterfahrt nach Potsdam. Ich wollte gerade Kuhwein sagen, Alter. Junge, Junge. Ja. Aber er ist durch, Ampel ist grün, können wir Gas geben. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen viel euch die Ohren zulabere, aber mir fällt auch gerade ein, ziemlich viele haben mir immer in meinen Kommentaren geschrieben, unter den letzten Videos, wo ich Fahrszenen, so wie diese drin habe, ohne, der Bahnübergang,
Moment. Aha. Ohne Musik. Das finden ziemlich viele ziemlich gut. Weil hört ihr wohl den LKW oder die Geräusche, die er macht, oder wenn ich retardere, wie der LKW hochdreht. Ich werde es in Zukunft so machen, dass ich immer mal wieder Fahrszenen mit Musik mache und dann auch welche ohne Musik. So werde ich allen gerecht, weil wenn ich jetzt immer nur ohne Musik mache, weil ich persönlich finde es nämlich auch ab und zu mal ganz schön mit Musik ein paar Fahrszenen. Deswegen werde ich versuchen, euch allen gerecht zu werden. Nur mal so. Das Straßenschild ist immer noch kaputt. Unglaublich, wie lange das schon im Arsch ist und das wird nicht heile gemacht. Das ist bestimmt, also ich will jetzt nicht lügen, aber es ist locker 2 Jahre. Hat das einen Knick. Wo ist eigentlich den Ortsnamen hier? Ach, Emi, nee. Bin ja völlig verpeilt. Bettrum? Nee. Navi sagt mir auch den Namen nicht. Naja, Ortsausfahrt. Da sehen wir den dann wieder. Was? Ü30 Party in der Gebläsehalle? Habe ich da richtig gelesen? Oh, Gebläsehalle. Also das ist ja auch leicht sexuell hier. Wo gehen wir heute hin? Och, lass uns mal in die Gebläsehalle gehen. Schön ein Blasen. Lassen wir das. Das war übrigens Nettlingen. Oh, da kommt er endlich, mein heiß ersehnter Parkplatz. Kann ich mal schnell pinkeln, Frachtbrief schreiben, ein, zwei Fotos für Instagram machen. Ja, das muss auch sein. Ne? Folgt mir auf Instagram, könnt ihr immer schöne Fotos sehen. Vom schnieken Scania oder von moi. Endspurt. Ja, wie gesagt, 13:26 Ankunft, durch die Baustelle verlieren wir noch ein bisschen. Perfekt. Ach, 60, okay, früher war ja mal 80, aber die ganze Baustelle hat sich ja verändert, weil die haben nämlich, ich bin das letzte Mal hier, bin ich hier lang gefahren, wo ich aus Hankensbüttel kam, wo ich Chips geladen habe, da war ich ganz erschrocken, dass die eine Hälfte der Brücke schon weg ist und die neue schon steht, die haben sie wirklich richtig schnell aus dem Boden gestampft. Jetzt wird ja Kalk über die Autobahn. Tja, da ist schon die neue Autobahn, also Autobahnbrücke. Wahnsinn. Ja, und hier neben könnt ihr jetzt da sehen, auf der Brücke. Normalerweise wäre jetzt hier noch eine Fahrspur gewesen. Die ist schon weg, nur noch hier bei der Brücke ist sie existent. Weil das ist dann bald nicht mehr da. Das ganze Kreuz hier wird ja neu gebaut. Boah, Dreieck. Kreuz ist es ja nicht, weil die A39 endet ja hier. Der Kollege ist aber nett. Dankeschön, dass du rüberfährst. Hier ist 60, Alter. Ha, juckt die nicht. Na gut, jetzt vorbei, aber trotzdem. Also sowas. Ja, hör auf zu piepen, aber am Warnwagen, ich weiß. Also so ein Seitenassistent in, also er soll ja Menschen reden, Menschenleben retten. Aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass mir das Ding hier ständig in die Ohren plärrt und piep, weil ich in die Baustelle fahre. Oder wenn ich über eine Bundesstraße fahre und ich komme den Bäumen ein bisschen zu nah. Man kann es doch nicht abstellen. Da ist ein Knopf drauf, den kannst du drücken und trotzdem geht es nicht aus. Sorry, da verstehe ich den Sinn nicht, dass mir so ein Seitenassistent, der eigentlich dazu da ist, wenn man abbiegt, dass man Fahrradfahrer und Passanten nicht übersieht, bin ich voll dabei. Aber hier in einer scheiß Baustelle, wo die Leitplanke einen halben Meter neben den LKW ist. Und ihr kennt mich, ich bin sowieso einer, der in diesen Sachen eine extrem
kurze Lunte hat, also jetzt nicht, was ihr denkt, wenn dann was im LKW klappert oder rappelt oder sowas, das bringt mich zur Weißglut. Und zum Piepen, er warnt mich jetzt, obwohl hier eigentlich gar nichts ist. Das sind Leitpfosten und ganz normal wie auf der Bundesstraße. Und das Ding bimmelt und jetzt ist er Normalzustand. Jetzt ist grün. Das ist für mich, hört sich das so an, dass es eine Fehlfunktion ist, dass das Ding nicht richtig funktioniert. Oder was meint ihr? Weil da ist man ja genötigt, Alter, dieses Kabel aus dem Lautsprecher rauszureißen. Meine Herren.